Es geht gleich weiter und zwar mit einem Thema, was nicht nur die Geschäftswelt beschäftigt, sondern eigentlich auch jeden von uns selbern. Es geht konkret um den Umgang mit Cyberrisiken. Cyberrisiken hört sich vielleicht noch aus so einem weit entfernten Film wie etwas an, aber tatsächlich haben wir jeden Tag mit Cyberrisiken zu tun. Vielleicht ist jemand von uns auch schon mal Attacke geworden von einem Cybervorfall. Cyberattacken, bei denen Daten geklaut werden oder auch gesamte Infrastrukturen lahmgelegt werden, sind laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums die Nummer 1 Gefahr für Führungskräfte. Ob diese Gefahr berechtigt ist, erklärt uns jetzt Volker Birk vom Chaos Computer Club in der Schweiz. Der Chaos Computer Club ist ein Zusammenschluss aus mehreren lokalen Verbänden, die positive Anliegen von Hackern in der Öffentlichkeit vertreten und Bürgerrechtsfragen wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder Zensur und Kontrolle im Netz und im digitalen Raum nachgehen. Volker, du bist uns live zugeschaltet. Kannst du mich laut und deutlich hören oder sind wir Opfer einer Cyberattacke geworden? Ja, also ich nehme dann vielleicht gleich mal Stellung zu dem Thema, das der Weltwirtschaftsrat hier angesprochen hat. Ein Thema, das wir auch sehr stark diskutieren im Club. Der CCC beschäftigt sich ja jetzt nicht nur mit Computern, sondern wir beschäftigen uns auch sehr mit dem Thema Technikfolgenabschätzung. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wenn man Technik ausrollt, wenn man Technik macht, was heißt es dann für die Gesellschaft? Und da spricht der Weltwirtschaftsrat hier ein sehr wichtiges Thema an, weil wir heute Technik im Wesentlichen so ausrollen, dass die Geräte, die Hardware dieser Technik in China gefertigt wird und die Software kommt aus den USA und wir Europäer haben mehr oder minder, sind mehr oder minder in der Kundenrolle und kaufen die Sachen und setzen sie ein. Und wenn der Weltwirtschaftsrat hier völlig zu Recht feststellt, das ist aber durchaus auch mit Risiken verbunden, wenn man jetzt die gesamte Infrastruktur auf Technik setzt, was ja momentan insbesondere auch mit der Digitalisierung der Fall ist, dann darf man nicht vergessen, welche Technik man einsetzt. Und es gibt eben zurzeit nur ganz wenige europäische Technik. Es gibt also eine große Abhängigkeit von Europa gegenüber China und den USA in diesem Bereich. Darf ich kurz einhaken? Wenn ich jetzt hier auf den Tisch zum Beispiel schaue, provokante Frage. Alles, was hier aus Plastik ist, wenn ich das umdrehe, wahrscheinlich steht da irgendwie Made in People's Republic of China, PRC oder Made in China drauf. Warum ist Hardware Made in China ein potenzielles Sicherheitsrisiko? Wir haben ja die Diskussion gehabt. Sie wurde geführt im Bereich Huawei und 5G. Dort wurde diskutiert, ist es eigentlich eine gute Idee, chinesische Hardware, einen Hersteller aus China zu beauftragen, die Kommunikationsinfrastruktur zu machen, oder begeben wir uns hier nicht in eine zu große Abhängigkeit? Aber tatsächlich führt diese Diskussion an der Sache vorbei, weil praktisch alle andere Hardware ja auch in China gefertigt wird. Da klebt dann nur das Label in der Regel von einem US-Unternehmen drauf, in seltenen Fällen auch von europäischen Unternehmen. Also eigentlich kann man diese Diskussion nehmen und sollte sie dringend gedanklich ausweiten auf praktisch die gesamte Installed Base, wie man sagt, also über die gesamte Geräte, die wir heute einsetzen. Ich glaube nicht, dass wir einen Zuhörer haben, der ein Gerät einsetzt, das nicht aus China stammt, aber auch nicht aus Südkorea, weil das sind nun mal die zwei Hauptproduktionsländer. Samsung ist eine südkoreanische Firma, produziert auch noch in Südkorea, aber sogar die japanischen Unternehmen, nicht nur die amerikanischen, auch die japanischen Unternehmen, also Sony und so weiter, haben begonnen, alle Geräte auch in China fertigen zu lassen aus Kostengründen. Und tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, das setzt eben China in der Lage, wenn China hier Kontrolle ausüben will, das auch zu können. Also sollte man sich keine Illusionen machen. Ich glaube, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, als auf einmal Lieferketten zusammengebrochen sind, wir denken auch an die Masken und an die einheimische Maskenproduktion, ist es nachvollziehbar, dass auch
Geräte, von denen wir sehr stark abhängig sind aus dem Ausland, dass jetzt auch eine Diskussion stattfindet, was braucht es an Swissness-Technologie, die wir vielleicht selber herstellen. Ich würde die Diskussion gerne noch mal so ein bisschen zum Titel von unserer Unterhaltung bringen, welches ja Umgang mit Cyberrisiken ist. Dass die Geräte problematisch sein können als Datentransfermodul, sehe ich ein. Könntest du vielleicht noch mal was erzählen, warum Führungskräfte auch Cyberrisiken als Nummer 1 Gefahr sehen? Was ich damit meine, ist, wenn du mal so das letzte Jahr Revue passieren lässt, was ist bei euch so als Big Hack aufgefallen und warum und was für Bereiche sind eigentlich anfällig für Cyberrisiken hier in der Schweiz speziell? Also den einen Big Hack, glaube ich, gibt es nicht. Wir hatten eine Aufwärmung der Diskussion, wenn man Abhörsoftware verwendet, ob man nicht selber betrogen wird. Oder wenn man kryptografische Software verwendet, ob man nicht selber wiederum betrogen wird, weil in Wirklichkeit eine Abhörschnittstelle schon mit ausgeliefert wird mit der Krypto AG. Also das waren ja große Themen. Hier auch in der Schweiz. Allerdings ist nur ein Wiederaufwärmen. Die Themen bleiben eigentlich erstaunlicherweise gleich. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich finde es schön, wenn das Bewusstsein da ist bei den Wirtschaftsführern. Das ist sehr erfreulich, aber es wird noch zu wenig gemacht und es sind noch zu wenig Konsequenzen auch politisch daraus gezogen. Also wir haben heute eine Situation, wir verlegen jetzt, hast du völlig richtig gesagt, mit Corona. Es ist natürlich für jemanden, der Technik sehr gerne macht, wie mich, sehr erfreulich, dass wir jetzt Videokonferenzen machen, dass wir im Netz agieren. Das ist wunderschön, aber wir sollten auch mal diskutieren, was das eigentlich heißt. Wenn wir das machen, wir verwenden hier momentan Zoom. Zoom hatte einen großen Skandal. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere bei der Frage, Zoom hatte eine Abhörschnittstelle und der chinesische Hersteller Zoom hat alles mitgeschnitten, was hier gesprochen wird. Das ist nämlich ziemlich wurscht, sage ich jetzt mal, bei so einer öffentlichen Veranstaltung, aber bei einer privaten Diskussion nicht. Und das Argument, das die PR-Abteilung von Zoom dann gebracht hat, war eben nicht gerade eine Entschuldigung, sondern eher sowas, ja, wir haben eine Schnittstelle, sonst könnten wir gar nicht mithören. Fand ich jetzt nicht so überzeugend, um Zoom in Unternehmen einzusetzen. Also ich glaube, wir müssen noch mehr unsere Tools auch mal dahingehend auswählen, wo eigentlich die Interessen sind. Also wenn eine Firma eben, jetzt gehen wir mal weg von den Chinesen, können wir auch zu den Amerikanern gehen, eine Firma wie zum Beispiel Google oder Facebook, wenn die davon leben, die Daten, die sie sammeln bei ihren Nutzern, Kunden sind es ja meistens nicht, weil sie nichts bezahlen, also sagen wir mal, bei ihren Nutzern, diese Daten zu verkaufen, dann sollte man sich natürlich überlegen, ob man Infrastruktur dieser Art einsetzen möchte oder ob man nicht lieber zum Anbieter geht, wo man zwar was dafür bezahlt, aber der das Vertrauen erweckt, dass er eben sein Geschäftsmodell wo ganz anders hat. Also das sind jetzt mal, um den großen Rundumschlag zu machen, also den Zoom-Skandal, ich denke, daran kann man sich noch erinnern, oder? Jetzt war es ja letztens so, dass Zoom auch verkündet hat, vermutlich auch auf öffentlichen Druck, dass diese Meldungen draußen waren, dass Zoom beispielsweise Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut hat in sein Produkt. Generell, es gab dieses oder letztes Jahr, glaube ich, auch eine große Konferenz, über die viel gelacht worden ist, wo Mark Zuckerberg zum Beispiel proklamiert hat, Facebook soll ein privatsphärenzentriertes Produkt werden, was eigentlich grotesk erschien. Siehst du momentan gerade so einen Trend hin zu mehr privatsphärenden Tools, auch im Hinblick auf das, was du selber entwickelst mit Pretty Easy Privacy? Also das sind zwei Fragen. Ich möchte die mal getrennt beantworten. Also ich sehe eine Hinwendung von Facebook zur Privacy eher in seiner PR. Facebook stand schwer unter Kritik, stand schwer unter Beschuss. Und man ist da jetzt natürlich rhetorisch etwas ausgewichen, aber das Geschäftsmodell von Facebook ist eben klar. Und ich glaube, dass es für einen Konzern wie Facebook gar nicht einfach ist, das zu ändern, weil ja alle Prozesse und alle Produkte so ausgerichtet sind, dass sie die Privatheit aufheben. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht. Zu PEP möchte ich etwas sagen, aber jetzt nicht nur für mein eigenes Projekt PEP oder Pretty Easy Privacy, sondern für eine ganze Reihe von Projekten. Es gibt Softwareprojekte, da kann man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung prüfen.
Da gehört PEP dazu, da gehört aber auch zum Beispiel der Tox Messenger dazu und einige andere. Und diese Projekte, die haben eben den Vorteil, dass man die Dinge nicht nur glauben muss. Also das ist eigentlich ein Hauptproblem in der Kryptographie. Kryptographie ist zwar erstmal Vertrauenssache, so wie Software immer Vertrauenssache ist, aber zu viel Vertrauen ist dann vielleicht auch nicht mehr gut. Ich kann nur empfehlen, sich Systeme zu beschaffen, die man überprüfen kann und wo Fachleute das auch regelmäßig machen. Und solche Systeme gibt es. Also wir haben da BigBlueButton zum Beispiel als freie Software, was wir jetzt zum Beispiel statt Zoom verwenden können. Und da wird eben der Quellcode offengelegt und dann kann man das überprüfen. Und wenn es dann Fachleute auch noch machen, ist noch besser. Und das sollte auch passieren. Also wir müssen mehr in diese überprüfbare Richtung denken und ein bisschen weniger Vertrauen wäre vielleicht nach all den Skandalen angesagt. Spielen wir mal das Szenario durch. Ich wäre jetzt eine Führungskraft in einem Unternehmen. Bin ich ein Kaninchen, was auf die Schlange schaut, wenn ich nicht ein Security Audit mit meiner Firma gemacht habe? Bin ich ein offenes Einfallstor? Ja, das ist eine gute Frage. Also aus Unternehmenssicht würde mich auch interessieren, ob es mich überhaupt groß interessieren muss oder ob es sogar für mein Geschäft, wie soll ich sagen, äußerst kritisch ist. Also ich mache mal den Klassiker. Gehen wir mal zu den Banken. Das sind Unternehmen, bei denen es offensichtlich ist, dass sie höchstes Interesse an Sicherheit haben und die auch sehr viel für Sicherheit tun, im Übrigen nach meiner Erfahrung. Und trotzdem ist es so, dass immer wieder massive Schäden entstehen dadurch, dass es Online-Fraud gibt bei Banken, dass es Phishing gibt und so weiter. Und die Banken haben halt einen Weg gefunden, damit seriös umzugehen, indem sie die Schäden, die auftreten, die gar nicht klein sind, eben gegenrechnen gegen die, wie soll ich sagen, Kostenersparnis, die sie eben durch die Digitalisierung erreichen. Und ich glaube, da muss man auch hinkommen. Also keine Angst vor der Digitalisierung, aber halt auch nicht naiv sehen. Also naiv, das würde ich keinem Firmenlenker empfehlen, aber ich glaube, das ist auch heute keiner mehr. Also ich habe das Gefühl, wir sollten eher darüber reden, wenn man es nicht naiv sieht, das Thema, was könnte denn ein Unternehmenschef tun, um bestmöglichst mit dem Thema umzugehen? Ich glaube, das wäre eher spannend. Mhm. Inwiefern hilft der Chaos Computer Club, da auch Bewusstsein zu schaffen und um nicht nur als, ich sag mal, Hacker-Organisation, die sehr, sehr technische Veranstaltungen organisiert. Also wie seid ihr im Dialog mit Unternehmen, um eigentlich zu helfen, um gegen Cyberrisiken sich abzusichern? Also der CCC bietet keine Dienstleistungen an. Wir sind wirklich ein privater Verein von Hobbyisten. Die meisten natürlich, so wie ich auch, ich bin beruflich Softwarearchitekt und habe ein Softwareprojekt eben PEP. Aber die meisten arbeiten natürlich in der IT oder mit IT-Bezug, das ist natürlich häufig. Aber es ist echt Freizeit. Und in dieser Freizeit beschäftigen wir uns damit, dass wir Technikfolgenabschätzung auch kommunizieren. Also dass wir versuchen darzustellen, worauf man achten soll und dass es vielleicht nicht ausreicht, jetzt, wir hatten Themen wie zum Beispiel E-Voting in der Schweiz, dass es nicht ausreicht, das System sicher zu machen, wenn das System dann auf Hard- und Software läuft, die eben unsicher bleibt. Oder dass es, weshalb ja E-Voting leider technisch nicht umsetzbar ist. Oder aber in anderen Bereichen eben, wie mit dem elektronischen Patientendossier, eine unserer größten, wie soll ich sagen, Enttäuschungen, die wir erfahren mussten hier in der Schweiz, wo wir darauf hingewiesen haben, was man machen müsste, damit das elektronische Patientendossier umsetzbar ist und auch in der Sache hält. Nicht so eine Katastrophe passiert, wie jetzt, glaube ich, gerade wieder in Norwegen passiert ist, dass die ganzen Patientendaten verkauft wurden. Aber man hört auch leider nicht immer auf uns. Also jetzt in dem Beispiel zum Beispiel wurden ja alle unsere Vorschläge letztendlich Schritt für Schritt aus dem Projekt wieder rausgenommen. Und die Argumente waren Kosten und wir haben das jetzt halt so gemacht. Also wir haben da keine Sicherheitsargumente, waren es mit Sicherheit keine. Das ist halt so. Was der CCC nicht macht, ist, wir machen keine Individualberatung für Unternehmen, weil dann müssten wir das gewerblich machen. Ich glaube, da gibt es auch einen Markt, in dem gute Unternehmen unterwegs sind. Was ich kurz noch einbringen möchte, wir sind fast schon am Ende von unserer leider sehr kurzen Diskussion. Wenn du dir mal, beschäftigst dich den ganzen Tag mit wahrscheinlich privatsphäre-fokussierten Tools. Wenn du jetzt einfach einen Vorschlag hättest
für unsere Zuschauer, was sie tun können, um nicht Opfer einer Cyberattacke zu werden? Gibt es da einen Punkt? Es gibt viele, aber was ist so der mit dem meisten Impact, sodass die Leute das später hoffentlich nicht googeln, sondern vielleicht auch über DuckDuckGo oder Startpage suchen würden? Ja, grob kann ich das mal sagen. Browser nicht von der Datenkrake, einen alternativen Browser nehmen. Verwendet Tor, verwendet PEP, verwendet Tox Messenger und ihr habt schon ganze Kategorien von Problemen weniger. Das alleine macht euch nicht sicher im Netz, leider. Man muss immer noch vorsichtig sein. Aber wenn man den Browser dann noch vernünftig ausstattet, den man so fürs gewöhnliche Browsen benutzt, mit Privacy-Tools, eben zum Beispiel von der IFF oder ähnliche Dinge, dann kann man schon in einer ganz anderen Kategorie spielen. Und da ist ein bisschen böse jetzt, weil es ist ein Florians-Prinzip, da leichte Opfer viel schneller angegriffen werden, weil es einfach genügend davon gibt, ist man vielleicht als nicht so leichtes Opfer schon mal in vielen Fällen raus, wenn halt auch nicht in allen. Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich glaube, hoffentlich verirrt sich der ein oder andere mal auch zu einem eurer öffentlichen Veranstaltungen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ich persönlich finde das auch wichtig für mich selber. Ich achte darauf, welche Produkte ich benutze oder zahle dafür. Hoffentlich konnten wir mit unserer Unterhaltung auch dem einen oder anderen einen Input geben, da in Zukunft mehr drauf zu achten.